Gut, also guten Abend. Wir sind mit Judith Buch. Richtig? Ja. Haben Sie gelesen? Ich habe es gelesen, ja. Ja, ich habe auch gelesen. Ganz, ganz interessant, muss sagen. Ja. Also, die erstens, es steht, dass im verschiedene Bibelstandarten das definiert als verschiedene Buch. Ja, bei uns, beim Juden, das ist eine Apokryph. Und das ist genau der Begriff auch für die protestantische evangelische Kirche. Beim Katholiken aber, dieses Buch heißt zweite kanonisch, deuterokanonisch, richtig? Mhm. Solche Definition? Ja, den Begriff gibt es. Ja, also das heißt, gibt es die erste Kanon, das ist jüdisch, das ist danach, Heilige Schriften. Und zweite kanonisch, das ist, was kann ich sagen, wichtige, alte Bücher, ja, etwa so. Im pravoslawische Kirche ist es noch interessanter. Das heißt, nicht kanonisch, aber empfiehlte Buch. Das heißt, das ist ein Buch, der ist weis, klug, kann die Gott fürchten, erziehen, ja, und unterrichten. Also das ist eine interessante, ganz, ganz interessante Definition. Aber ich habe gemerkt, zweite kanonisch, ja, deuterokanonisch, wie Deuteronomium, die zweite Gesetzbuch, Dvarim, dann ist deuterokanonisch sozusagen. Okay, also bei uns, wir sehen bald, dass gibt's die Probleme in diesem Buch, im Judith-Buch, ja, und deswegen, wegen dieser Probleme, gilt dieses Buch nicht als heilige Schriften, sondern als ein wichtiges Buch, ein altes Buch, der bringt eine wichtige Infos, aber doch kann man nicht sagen, dass es genau der Text, das wurde geschrieben. Und wir befinden das bald. Ja? Also das bei mir Judith Buch hat 16 Kapitel, richtig? Oder? 60 Kapitel. Ja, 16. Also, warum Sie sind alle ohne Mikro? Seien Sie dabei mit mir, mit Mikro. Das ist ein jüdischer Unterricht. Also, 16 Kapitel. Ich wiederhole, dass es gibt keine ursprüngliche, originelle Text, sozusagen. Das heißt, was habe ich gelesen auf Hebräisch, eine schöne und alte Hebräisch, das ist eine Rekonstruktion zum Hintern. Es gab auch in diesem Buch auch viele Zitaten, richtig? Von Heiligen Schriften. Gibt es viele Parallelen mit anderen Büchern und deswegen viele Zitaten. Das natürlich klare wir sagen heute im Internet digitale Welt Links. Ja, das ist Link, eine Verbindung, die verbindet uns mit diesem oder anderen Kapitel im Tanach. Okay, also von Anfang, dieses Buch redet über die Nebuchadnezzar. Richtig? Mhm. Das Nebuchadnezzar, der König, er wurde beleidigt sozusagen, wie kann man das definieren? Er wollte einen Krieg führen und die Leute und die Könige und die Bevölkerung, die hat er gerufen, wollten nicht dabei zu kommen. Ja, und auch sie haben beleidigend seine Botschafter und so weiter und so fort. Ja, also es ist eine schwere Beleidigung, ja, zum Königtum. Was hat er gemacht? Auf erster Schritt hat der Krieg selber beschlossen. Ja? Er ist gegangen zum Assyrien und besiegen. Aber jetzt kommt die Rache. Ja? Also, wie gesagt, die Rache soll
kalt vorbereiten, kalt mitgebracht. Also erstens, er ist die große Ziel erreicht. Und dann die zweite Ziel, bestrafen die alle, die sind Rebellen sozusagen, ja, wollen nicht zu ihm Hilfen kommen und auch seine Botschaften beleidigen. Und jetzt ist es natürlich die erste Probleme, dass es laut schrie zu uns. Wann dieses Buch hat passiert tatsächlich? Mhm. Nebuchadnezzar, welche Zeit das ist? Also ich, für mich ist Nebuchadnezzar, verbinde ich mit dem, der Zerstörung Jerusalems. Das ist richtig. Genau. Das heißt, das ist richtig, dass es Nebuchadnezzar steht als ultimative Zerstörer der ersten Tempel. Mhm. Ja, das heißt, dieses Buch, Ende erste Tempel, sagen wir Anfang zweite Tempel. Und wann Chanukah hat passiert? Chanukah hat passiert am Ende des zweiten Tempels. Das heißt, chronologisch, Chanukah ist es 200 vor 0. Das heißt, wir runden das minus 150. Ja? Also dieser Chanukale Krieg, ich habe schon gesagt, war 21 Jahre. Also es war von minus 160 bis 140 in minus. Ja? Etwa so. Also, das ist die Probleme. Wann hat diese Geschichte mit Judith am echten Zeit passiert? Also muss man sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Oder Buch der Judith und die ganze Geschichte mit Judith hat passiert in Nebuchadnezzar Zeiten. Das heißt, es ist kein Treffen mit Chanukka. Also Nebuchadnezzar ist es minus 5. Jahrhundert, ja, und nicht minus 2. Also 353 Jahre dazwischen. Oder doch gibt es noch eine Möglichkeit, unsere jüdische Vermutung, dass die Geschichte mit Judith hat passiert im Chanukka-Zeiten, das ist richtig. Dann ist es die Name von Nebuchadnezzar, das ist eine Fälsch. Verstehen Sie mich? Ja, vor allen Dingen in Judith ist Nebuchadnezzar ja nicht der König von Babylon, sondern von Assyrien. Umgekehrt. Und die zweite Möglichkeit, das habe ich vorgeschlagen, sie ist die richtige. Sie ist die richtige. Die Akademie, die Uni und die Forschung sagt, dass echt die Geschichte mit Judith hat doch passiert im Chanukka. Es ist minus 2. Jahrhundert. Das heißt, die Namen von Nebuchadnezzar, das ist Fälschung. Er war nicht dabei. Mhm. Zum Illustrieren, dass das ist Fälschung. Nebuchadnezzar benannt dort als assyrischer König. Das haben sie, das ist natürlich falsch. Er war babylonischer König. Das heißt, dass diese Mischung zwischen Assyrien und Babylon, das ist klare Zeichen von Fälschung. Ja? Also manchmal, wir reden über eine föderale Staat wie Persien und Medien. Ja? Das ist aber immer kommt zusammen, ja? Dass die persische Staat, wie heute unsere föderale Bundesrepublik, ja? Gibt es viele Bundesländer, ja? Wie Vereinigte Staaten in den USA, ja, und so weiter. Ja? Also gibt es die Länder und die Staaten, die sind von Anfang föderal. Ja? Also das Persien und Medien, das ist normale Name, normale Erwähnung in alle historischen Chroniken, auch bei uns. Das ist keine Fälschung. Ja? Also manchmal zum Beispiel die Esther-Rolle. Ja? Behauptet die persische Teil, manchmal medische. Es ist, kann sein, ja? Es ist historisch, es ist glaubwürdig. Aber wenn es dem Text vermischt zwischen Assyrien und Babylonien, sie waren zwar zwei Feinde, es war keine föderale Stadt. Es war Babylon, die hat Assyrien besiegen und vernichten. Es ist nicht Persien und Medien, der war eine Union sozusagen, ja, eine Bund zwischen zwei verschiedenen Ländern.
Assyrien und Babylon, das war keine Bund, sie waren bittere Feinde. Die Assyrien war vorherige Herr der Welt, die Weltpolizei sozusagen, ja, die eine Weltmacht, ja. Und dann kommt Babylon. Also im Kurz, die Geschichte von Judith doch passiert im Chanukka-Zeitraum. Also diese alle Erwähnungen von Nebuchadnezzar, das ist danach nachgeschriebene Teil. Ich erinnere euch, die Original sozusagen von diesem Judith-Buch, er ist auf Griechisch. Das heißt, er ist kein Original. Er ist kein Original, es ist eine Kopie, eine Übersetzung. Die alte christliche Autoritäten wie Hieronymus, sie behaupten, dass sie haben gelesen die Judith-Buch auf Aramäisch. Das ist ja schon älter. Ja? Jemand sagt von diesem Vater, die katholische Kirche, er hat gesehen die Judith-Buch auf Hebräisch. Also ist natürlich, die Quelle ist auf Hebräisch. Also diese Geschichte mit Nebuchadnezzar, es ist nachgeschriebene Fälschung. Ja? Und gibt es einen sehr, sehr interessanten Hinweis in diesem Buch? Ich habe das gleich gesagt. Weil erstens, ich habe gesagt, was macht Nebuchadnezzar im Chanukka? Er hat nicht 350 Jahre noch mehr gelebt. Also ich hatte ein Problem. Und danach, im einen Kapitel, gibt es einen klaren Hinweis, einen Satz, der sagt Edelstahl deutlich, dass Nebuchadnezzar hat nichts zu tun mit dieser Geschichte, es ist eine spätere Fälschung. Ich sage euch genau, ja. Kann es sein, weil es steht ja drin, dass das Volk eben gerade erst sozusagen zurückgekommen ist Genau, aus das einer ist der Vertreibung. Satz. Genau, ja. Das ist der Satz. Das ist der Satz. Das heißt, wir reden über die Rückkehr aus Babylon. Nebuchadnezzar hat Exil gemacht. Er hat keine Rückkehr gemacht. Das ist die klare Zeichnung. Das heißt, der Anfang von diesem Buch schreiben sozusagen. Es kann sein, dein Buch 350 Jahre geschrieben wurde. Das kann passieren. Warum nicht? Ja. Aber die Nebuchadnezzar war zwei Generationen vor Shiva Zion, die Rückkehr nach Zion. Ja? Die Rückkehr nach Zion ist schon persische Epoche und nicht babylonische. Und natürlich nicht assyrische Epoche. Verstehen wir uns? Also Chronologie: Assyrien, Babylon, Persien. In dieser Ordnung. Und dann nach Persien das Griechen, ja? Griechische Königtum. Also nach diesem Satz, ich habe mich gleich gesagt, das ist die Zeit und nicht Nebuchadnezzar. Okay? Also jetzt verstehen Sie schon, es wird noch, jetzt verstehen Sie schon, warum Juden nehmen diesen Text nicht als eine heilige Schrift, weil gibt es klare Redaktierungen. Muss man nicht sagen. Aber doch, ein Apokryph, wir haben gesagt, der ist ein Buch, der hat probiert, mit Wettbewerb ins Tanach akzeptieren sein. Ja? Also das heißt, es ist gut genug inhaltlich erstens, ja, zum betrachtet sein als würdige heilige Schriften sozusagen. Ja? Das heißt, die alle Apokryphen, die sind mindestens Halbfinale. Ja, ich habe gesagt, ja. Ich habe gesagt, die Halbfinale, das war König Hiskia und Erste Tempel, schon, ja. Und dann die Finale ist es schon Zweite Tempel und die Entscheidung, die Gewinnerin, das ist die letzte Propheten, Haggai, Zecharia und Malachi, die sind zweite Generation von Zweite Tempel, ja. Also, dann dieses Buch von Judith. Er ist ein späteres Buch. Die Tanach ist schon beschlossen. Die Chanukka als Ereignis passiert zu spät, leider.
oder gut, ja, zum Gut oder zum Bösen. Also Purim, er war noch in die Grenzen, die zeitliche Grenze, ja, noch im Bound, ja. Also, aber Hanukkah ist es noch später. Also die Hanukkale Buch, auch, wenn wäre dieses Buch schon beschlossen, sagen wir chronologisch, wegen dieser Fälschungen, ja, natürlich, es ist nicht, kann man nicht vertrauen, es ist nicht glaubwürdig, ja. Die komischen Mischungen zwischen Assyrien und Babylonien kann ein Schüler, der hat nicht Geschichte gelernt, ja, aussagen, aber nicht die religiöse Leute. Also im, von allen Sichten, auch chronologische Sicht, die danach schon beschlossen, und auch tatsächlich inhaltlicher Blick, ja, dieser Apokryph, er ist nicht heilige Schriften. Aber doch, als Apokryph, wir betrachten ihn als eine gute und interessante und vielleicht ein bisschen sogar wichtige Quelle. Und deswegen, ich habe gesagt, Talmud, Rashi, Tosfot, alle zitieren. Ja? Ich habe gesagt letztes Mal, dass Rashi sagt, das ist Geschichte dem Judith. Ja? Ich habe gesagt, die Frauen waren dabei im Chanukka. Wunder. Und nach Rashi Erklärung, die Frauen waren dabei nicht chronologisch, sondern aktiv. Und aktiv, es ist Judith. Es ist Judith-Geschichte. Gut? Okay, also jetzt wie von einer Seite sagen, doch, es ist kein heilige Schriften, es ist nur Apokryph, von anderer Seite, doch, wir lernen diesem Buch. Also das ist genau diese Dualität, ja, diese Doppelzugang und Wahrnehmung von diesem Buch, das ist genau die jüdische Dilemma. Und gibt es noch mehrere Bücher. Das, jetzt verstehen Sie mich, was meinen die Juden über die Makkabäer-Bücher, ja, weil es ist die gleiche Epoche mit gleichen Fälschungen und so weiter und so fort. Gut. Also gehen wir weiter. Und dann Nebuchadnezzar macht eine Sitzung und sagt, was machen wir mit diesen Rebellen? Und sie sagen, okay, macht die Rache. Ja? Gut, dann ruft Nebuchadnezzar zum seine Olofren, seine Verteidigungsminister. Ich habe gesagt, dass früher die Leute hatten die Dinge genau genannt und nicht Verteidigungsminister. Ja, ich habe gesagt, im Osterungarischen Imperium, das war Minister der Krieg. Das ist echt. Das ist Wahrheit. Also Verteidigungsminister, verstehen Sie? Das ist genau wie die Verteidigungsminister Russland, ja, plant gegen Ukraine Krieg und attackieren. Das ist Verteidigung. Es ist Kriegsminister, Kriegsministerium und so weiter. Also Olofen, also auf Hebräisch, es steht genau wie war im Österreich-Ungarn, ja, 19. Jahrhundert. Sarah Zava, Minister der Militär, nicht Verteidigung. Nicht Verteidigungsminister. Zara Zava. Also Minister der Krieg. So ist. Okay, und diese auf Hebräisch, er heißt diese Mann, er heißt Olofreni. Ja? Olofren. Okay, mit Jud am Ende. Okay. Gut. Und dann was machen die Juden gegen diese Olofren? Die haben sich verteidigt. Sie verbreiten vom Krieg. Mhm. Sie verbreiten sich vom Krieg. Ja, also alle anderen, sie waren more or less, sie haben sich geknien, sozusagen, ja. Und sie haben geschickte Delegationen, um sagen, machst du, was du willst, wir sind deine Knechte, wir bezahlen, ja, alles. Er hat das nicht akzeptiert. Er hat doch bestraft, diese Länder, ja. Also das ist eine sozusagen harte Hand. Die Bevölkerung soll fürchten.
Das ist Minister dem Krieg, nicht Verteidigungsminister. Und dann die Juden, sie erstellen die Wächern, ja, auf die Berge und so weiter und so fort. Sie vorbereiten sich vom Krieg. Interessante Dinge, dass, wie heißt dem Staat von Judith und die ganze Geschichte passiert ist? Okay, auf Hebräisch. Okay, erstens, es ist nicht Jerusalem. Es ist nicht Jerusalem, ja? Also gibt es die Versionen, aber es ist klar später Einfluss, dass doch es geht um Jerusalem. Aber in diesem Buch steht Betulia. Das ist der Name. Okay, muss man sagen, es ist ein deutlicher Name. Ich habe gesagt, dass die alle Namen, fast alle Namen, heilige Schriften, die Privatnamen und grafischen Namen, sie tragen eine Deutung. Betul auf Hebräisch, das ist Jungfrau, okay? Mhm. Aber Betul ist es in einem Maskulinum. Das ist Jungherr, Jungmann, kann man das so sagen? Also es ist eine Jungfrau, der Mann ist, ja? Das ist der hebräische Name von dem Staat. Okay? Also Betul oder Betulia, das ist die Wurzel, Jungfrau. Okay? Das ist die Stadt und der ist überhaupt nicht in Jerusalem Umgebung. Er ist am Norden, wo ist die Galil? Es ist Emek Dotan, Dotan Tal, es ist, wo ist heute Afula? Also es ist niedrige Galiläa. Also es ist die Berge, nicht Lebanonberge und Syrien, nicht Hermon, aber doch, es ist die Berge. Okay? Also dort ist dem Stadt. Okay. Dann steht, dass die Leute haben geschickt auf die ganze Land Israel, rund vom Samarien bis Jericho in dem Stadt, auf dem Totenmeer. Und die Juden haben besorgt über die Wächern. Ja? Sicherheitskräfte. Ja? Security. Okay? Und sie beten alle zum Gott. Ja? Fasten, Gebet und so weiter. Okay, das ist schon Kapitel 5. Und es wurde gesagt zum Olofreni, Minister der Militär, die Söhne Israel sind vorbereitet sich zum Krieg. Und sie haben gestanden, die Helden, Krieghelden, auf den Bergen und durch die Durchgänge. Die Meinung durch den Durchgänge, das ist zwischen die Berge. Kennen Sie das, die geografische Lage von Israelland? Die sind zwischen Babylonien und Ägypten. Also Galiläa ist aber im Norden. Es ist im Norden. Bei Syrien. Das ganze Land Israel ist zwischen Ägypten und Babylonien. Als Stück. Okay? Aber Land Israel, sie ist Bergland, sozusagen. So steht auch im Torah. Das ist eine Definition. Eine Definition, die Bergland. Also, im Bergland gibt es nicht so viele Durchgänge vom Meer, vom Mittelmeer, zum Irak. Ja? Nach dieser östliche Richtung. Tatsächlich gibt es die zwei. Gibt es die zwei Wege. Der eine Weg ist durch Jerusalem. Weil Jerusalem sieht zwischen den Bergen, relativ mild, kann man durchgehen. Und deswegen dem Staat, er stört zum massiven Durchgang. Und gibt es die zweite Weg von Ägypten nach Babylon, nach Syrien, Babylon? Irak,
Das ist genau durch diesen niedrigen Galilee. Genau diese Emekesel, das heißt auf Hebräisch, Israel-Tal. Bis heute. Bis heute. Also schauen Sie auf physische Karte, je höher die Berge, desto ist roter, ja? Je niedriger, desto grüner, richtig? Mhm. Auf physischen Karten. Dieser Tal, Emek Israel, es ist immer grün. Das heißt, es ist niedrig und kann man durchgehen. Also, dem Konsequenz muss man nur diese Tal beschlossen, es ist kein Durchgang. Und die alle Militären von prähistorischer Geschichte bis heute probieren dort auf diese Emek Israel durchgehen. Die Letzte, die wollten das schaffen, das waren Jordanien und Syrien im Krieg in Israel, mit Israel. Ja? Das heißt aber jetzt, wie uns 19. Jahrhundert, die Leute schicken nicht Wagen, sie schicken die Tanken, ja? Die Panzer. Aber die geografische Umgebung ist gleich. Weil es ist nicht so viel Platz zu spielen, es ist schwer durch Berge gehen. Probieren Sie durch Alpen gehen mit einem Militär, 100.000 Leute. No? Wie wird das? Das ist problematisch. Ja? Egal welche Berge, es ist schwer. Ja? Also, die Juden probieren gegen diese Olofren dem Territorium beschlossen. Was macht dem Olofren Minister dem Krieg? Was ist seine Antwort? Was macht er? Er hört, dass die Söhne Israel nicht als andere Bevölkerung, die sind verzichten, ja, über den Krieg. Sie nicht verzichten über den Krieg. Sie vorbereiten zum Krieg. Was macht er? Was ist seine Reaktion? Olofren fragt, wie sind diese Leute, die auf Berge leben? Er ist bewundert. Er ist ein bisschen im Schock. Ein bisschen lächerlicher Schock, ja? Alle verzichten über den Krieg und sie vorbereiten gegen mich. Sie haben keine Chance. Sie sind verrückt. Muss man verstehen, die Wurzeln, was ist diese Verrücktheit? Und was macht er dann? Er erzählt eigentlich die Geschichte aus dem Auszug von Ägypten. Gleich. Ja. Er macht eine Konferenz. So. Er macht eine Konferenz. Wie sind diese Juden? Das heißt, Juden sind eine kleine, unbekannte Volk. Das ist die Konsequenz. Er weiß nicht, wie sind diese Leute? Gibt es seltsame Leute, komische Leute, die auf Berge leben? Verstehen Sie diese Definition? Das ist die Spiegelung, so ist die Juden sehen aus. Von jemand, der lebt gut in Babylon, okay, er lebt nicht in Babylon, er lebt im anderen Platz, aber sagen wir theoretisch, ja, nach diesem Buch, nach diesem Fälsch. Babylon ist ein Irak, lebt zwischen Euphrates und Tigris, ja, also ein niedriges Land, Landwirtschaft. Gibt es die Berge, weit, weit fern, nicht in die Mitte. Also, er macht eine Konferenz. Wie sind diese Juden? Und er ist verärgert, dieser Olofren. Er ist verärgert. Alle wollen Frieden mit ihm, nur diese seltsamen Juden auf die Berge, sie vorbereiten zum Krieg. Es ist wirklich lächerlich, aber er verärgert sich. Aber wie gesagt, die Rache soll kalt vorbereiten. Er nicht gleich geht zum Krieg. Er macht diese Konferenz er einladet die Ältere von Ammon, Moab und fragt diese Leute. Agid und Ali, bitte sagen Sie mich, wie sind
haben sie, wir sind diese Bevölkerung, die auf die Berge sitzen. Das ist Kapitel 5, Satz 3. Und was sind seine Herzen von diesen Leuten, dass sie wollen mit mich Krieg schaffen und wollen nicht anzurufen über Frieden? Was haben sie auf seinem Herzen, diese Leute? Ja? Das ist die Konferenz. Er will Beratung von lokalen Volke. Und dann gibt es eine, der heißt Achior, ja? Der ist Rosh Bnei Amon, die Haupt, die Kopf von die Söhne Amon. Also Amon, es ist heutzutage Amman, es ist Hauptstadt von Jordanien, ja? Also nicht so weit von Israel. Also sie sind auch die jüdische Verwandte, ja? Nach Lot und seinen Töchtern. Also, und sie kennen die Geschichte. Und dann Achior spricht die ganze jüdische Geschichte. Mhm. Er fängt sich von Abraham sogar. Sie sind von Ur-Kasdim. Und er spricht gut über die Juden, ja? Also, das ist klar, die jüdische Geschichte in seine eigene Wahrnehmung sozusagen. Mhm. So gut kann nicht ein Fremder sagen. Ja? Er definiert genau in jüdische Definitionen die jüdische Geschichte, richtig? Mhm. Die Gott sich hat aus Ägypten rausgenommen. Und was ist sein Kernsatz? Was ist sein Beschluss? Wegen der Juden? Haben Sie? Moment. Ja. Dann sagt er genau das, was der Holofernes dann sagt. Ja, was ist sein Beschluss nach seiner lange Rede? Wir fürchten uns doch nicht vor den Israeliten, denn sie, diesem Volk, fehlen Macht und Stärke, um ein geordnetes Heer aufzustellen. So lasst uns hinaufziehen und sie deinem Heer zum Fraß vorwerfen. Holofernes, du unser Gebieter. Genau. Er sagt aber noch mehr. Nach seiner Erzählung, die Juden wurden von seinem eigenen Land, Israelland, vielmal rausgeworfen und rausgeschmissen. Ja? Mhm. Sie haben nach Exil gegangen, ja? Weil sie haben die Tora verlassen. Das ist klare jüdische Sicht, verstehen Sie? Mhm. Es ist nicht militärische Sicht, es ist nicht historische Sicht, das ist klare jüdische religiöse Reflexion. Ja? Mhm. Es ist unser Motiv, es ist unser Lied. Ich kenne diese Melodie von unseren Büchern. Mhm. Also das sozusagen der Autor von diesem Buch, ja, gibt es die Versionen, dass die Judith hat dieses Buch geschrieben. Gibt es solche auch Ideen? Also er erzählt die ganze jüdische Geschichte, weil die Juden hatten die Tora nicht halten und verlassen, und dann die Gott hat sie rausgeschmissen. Okay, aber noch weiter. Und dann sagt er, und jetzt, Werther, das ist Satz 23, Kapitel 5, 23, und jetzt sagt er, muss mein Herr, Olofren, muss nachforschen, wenn diese Leute haben gesündigt zu seinem Gott, dann hast du Erfolg. Aber weil die Gott wird sie zu deinen Händen übergeben. Und dann können wir schaffen das. Aber wenn, falls, Satz 24, falls sie haben nicht gesündet, diese Volk, die Juden, nicht gesündet zu seinem Gott, dann können wir nicht
schaffen, weil die Gott, seine Gott, wird sie retten. Wir werden danach in ihre Bus beholat. Wir werden zum Schande benannt im ganzen Lande. Ha? Was sagen Sie für diesen Beschluss? Ich finde, das passt ganz gut zum ganzen Buch, weil die Judith ja eine sehr fromme Frau ist und Gott zugetan ist und deswegen das ist verlieren richtig. Sie auch. Genau. Das ist richtig. Dieser Beschluss von Machior, der theoretisch nicht Jude ist, das ist ein Beschluss vom Moses Rede, vom Richterbuch, ja? Im Richterbuch, die Schoftim, ja, ist es immer. Als die Juden haben die Gott verlassen, dann schickt er da und da. Und dann sie schrien zum Gott, dann sie werden gerettet. Und das gedreht und gedreht wieder und wieder mal. Ja? Also dass dieser Beschluss ist das klassische jüdische Beschluss. Und klassische theologische Beschluss. Das heißt, natürlich diese Rede, es ist Achior, nicht Jude, eine Ammonite, aber das ist klassische jüdische Rede. Das ist klassische jüdische Rede, das ist unsere Fazit, sozusagen, was wir als Juden sehen, uns und unser Verhalten mit Gott. Wenn wir sind als Volk, kollektiv, nicht privat, einzeln da und dort. Falls wir sünden zum Gott, dann er hilft uns nicht und sogar mehr, er rauscht uns. Aber wenn wir sind in Ordnung, dann er rettet uns. Also wieder, es ist eine ganz, ganz nice, ganz, ganz schöne Rede von dieser Achior. Jude konnte das nicht besser schreiben, wer sagt er. Es ist eine sehr, sehr patriotische, von meinen Augen, sehr, sehr gute, begeisterte Rede. Und auch richtige Rede. Nun, was ist die Reaktion von dem Initiator von dieser Beratung und dieser Konferenz? Was sagt Holofren, Minister dem Krieg? Was sagt er? Es ist dann in Kapitel 6, oder? Es ist Ende Kapitel 5. Satz 25. Wirklich Lot Achior mit der Berg. Als Achior hat seine Rede gemacht und gefertigt, Vicher af Sarei Elofreni. Sie haben große Ärger über diese Boss, Haupt, ältere der Ammoniten. Ja? Wie kannst du so reden, dass wir uns, die Sklaven von dem Nebuchadnezzar, wie sollen uns hören solche Blödsinn? Sollen wir die geistliche Niveau von diesen seltsamen Leuten auf die Berge prüfen? Wir machen den Krieg. Wir sind die stärkesten Leute der Welt. Stärkeste Militär der Welt. Und deine Seele wird mit Seele von Söhne Israel zusammen. Was machen sie? Der Holofernes sagt, es ist, also wir fürchten uns doch nicht vor denen in ihrem Gott, weil nur Nebukadnezar ist unser Gott, sagt er direkt. Ja. Genau. Das ist sozusagen auf theologischem Niveau. Mhm. Theologisch, sie haben seinen eigenen Gott, wir haben nur seinen Gott. Ja, es ist freie Wille, es ist Konkurrenz. Wir sehen uns in dem Krieg. Wer besiegt, dessen Gott ist echter Gott. Das ist klassische
klassische, auch nicht so alte Blick. Kennen Sie das von Islam? Im Islam bis heute. Im Islam bis heute. Wer erfolgt sich auf dem Kriegfeld, so ist ein Nachweis über seinen Gott. Jetzt verstehen Sie die Probleme mit Sohn Israel jetzt? Im 21. Jahrhundert? Das heißt, die israelische Siege, es ist nicht nur, dass in der Mitte islamische Land gibt es plötzlich ein nicht-islamische Land und sogar eine jüdische Stadt. Es ist nicht nur. Es ist, bringt eine sehr, sehr problematische Gedanke über die Allah sozusagen. Die jüdische Gott, verstehen Sie? Also jetzt verstehen Sie die tief, die Probleme islamisch-theologischer Welt. Unser Gott ist verliert und sein Gott ist plötzlich stärker von unserer Allah. Es ist diese Denke, wer besiegt in dem Krieg seinem Gott ist, es ist sehr, sehr problematische Denke. Ja? Es bringt viel, viel Böse zum Welt. Ja? Es war auch in christlicher Welt schon verlassen, in muslimischer Welt bis heute. Es ist ganz eine offizielle Glaubenlinie. Ja? Okay, aber wir sind zurück mit unserer Holofren, ja. Und dann, sie haften dieser Chior, ja, und sie bringen ihn zu dieser Stadt, Betulia, und dort verlassen. Und sie sagen, dass wir nehmen diese Stadt, wir töten alle Bewohner und dich auch. Damit. Ja? Also er quasi bekommt Statut ein Kollaborationist, ja? Dieser Chior, weil er redet gut über die Juden und sogar gut über seinen Gott und seine Glaube. Also natürlich, es ist eine klare jüdische Rede, die wurde zum Mund Achior gelassen. Okay, also gehen wir weiter. Und steh auf und wir sind Nashmidem, wir zernichten sie alle. Also totale Vernichtung, genau wie Nazis haben gesagt, ja. Nashmidem, nicht besiegen, ja, nicht töten. Und dann töten ist es normalerweise die Männer, die Soldaten. Die Schwachen, die Frauen, sie geblieben im Leben, ja. Zum Sklaverei, ja. Aber sie sagen Nashmidem, wir zerstören dem ganzen Volk. Also das ist eine ganz, ganz hochwertige Definition, ja. Es ist nicht nur einem Krieg, sondern vernichten, alle vernichten. Also, das ist, kann man sagen, es ist großer, großer Ärger. Ja, bei Molofrem. Gut. Dann, was weiter ist passiert? Also die Juden in diesem Staat, Betulia, sie sehen diesen verhaftenden Mann, Achior, ja, also sie haben runtergegangen von den Bergen, die Wächer, ihr Betul, ja, Betulia, ja, Jungfrau, Jungmann, haben sie befreit, dieser Achior, und sie bringen ihn zurück dem Staat, auf die Berge. Okay, jetzt gibt es die Namen vom Präsidenten dem Staat sozusagen. Also er heißt die eine Uzia ben Micha, Lemate Shimon, Vekarmi Otniel. Okay, zwei Namen. Okay, und jetzt Achior bespricht, besagt die ganze Geschichte. Was hat er gesagt über die Juden?
Und was ist die Reaktion vom Olofreni? Das heißt Vernichtung. Ja? Okay. Also die Juden in der Stadt verstehen, wegen welcher Gefahr sie befinden sich. Ja? Es ist nicht nur noch eine Weltmacht kommt zu unserer Region. Er will uns vernichten. Auf einfache Sinn. Einfach vernichten. Also, und sie sagen, es Kapitel 6, Satz 19, Vaya, Kioshieno, Shemelekeno, als es wird, geschah, dass unser Gott wird uns retten. Du sitzt mit uns auf unserem Land, was du willst. Interessant, am Ende des Buches, was steht wegen diesem Mensch am Ende des Buches? Erinnern Sie? Was war sein Ende? Was der Achior gesagt hat. Am Ende, was hat er gemacht? Nach dem Krieg, nach dem Judith, am Ende, die letzte Kapitel, Kapitel 6. Er hat konvertieren zum Judentum. Es steht am Ende. Er hat Jude geworden. Aber es ist logisch. Passen Sie auf. Er hat erstens, er weiß ganz gut jüdische Geschichte. Wirklich gut. Er erinnert noch, quasi erinnert, das ist ein Witz für Spaß, quasi erinnert Abraham, die Vorväter. Ja? Er beschreibt völlig die Exil aus Ägypten und so weiter und so fort. Ja? Also er ist guter Historiker. Und er hat Sympathie zum Juden. Er sagt, wenn die Juden sind nicht gesündigt zum Gott, du kannst nicht schaffen, das Olofren. Also er hat quasi positive, gute Meinung über die Juden, oder? Mhm. Und jetzt, er wurde verhaftet und wurde besagt, dass wir morden die ganze Stadt und auch dir zusammen. Er hat verbunden seine Seele mit jüdischer Seele, mit jüdischem Schicksal. Es ist aber logisch, dass so gute alliierende Personen am Ende hat, konvertieren sich. Logisch, oder? Okay. Wir wissen nicht, ob es ist echte Geschichte oder nicht. Für mich es sieht aus wie eine Metapher. Ja? Also er redet so gut über die Juden. Wie gesagt, die Juden konnten nicht besser so beschreiben. Aber es ist egal. Ja, wir reden über dem Buch. Ja, nicht was wirklich war in der Geschichte oder nicht. Und dann, was geht weiter? Wir sind in Kapitel 7. Kapitel 7, das ist einfach dem Krieg mit diesem Staat. Ja? Also, Olofren hat 120.000 Ragli. Er hat 120.000 hier normale Soldaten. Normale Soldaten, das sind die Gehende zu Fuß. Und 12.000 Parashim und 12.000 auf dem Pferde reitende Helden. Das heißt, es ist eine Spezialkräfte, es ist SEC, ja, es ist Kommando. Ja, das heißt, normale Soldaten, die gehen zu Fuß. Richtig? Bis heute. Normale Kämpfer. Und gibt es die Superhelden, Supersoldaten, Kommandos. Dann, es war natürlich Pferd, ja? Weil es war keine Wagens noch. Okay, das war alte Wagen, wie mit Pharao. Nicht heutzutage Panzer. Also jemand, der ist wirklich, wirklich guter Soldat. Er hat ein Pferd. Also er ist eine ausgewählte
Kommando. Okay, also zum auch für heute ein Militär mit 120.000. Es ist riesig. Es ist riesig. Wie uns, Bundesrepublik Deutschland, haben wenige Soldaten zum jetzt, für heute. Muss man einfach zum Verstehen. Ja? Also er hat riesige Militär. Und das ist wieder, es ist kein Guinness-Zahl. Es steht, das war mal Millionen Leute. Ganz, ganz Millionen in dem Militär, im alten Militär, Militärkräfte. Also 120.000, das ist viel. Aber es ist nicht Nummer 1, sogar nicht Nummer 10. Also wir reden über die Weltmacht. Weltmacht, die auch für heute 120.000 Soldaten, müssen sie rechnen, wie viel Essen müssen sie zu diesen Leuten mitbringen. Welche Logistik? Ich nur kann sagen, von meiner israelischen Erfahrung, ja, die manche Militär, auch im amerikanischen Militär, auch im israelischen, und jedem Militär, die sind nicht kräftige Soldaten. Sie heißen mithilfende Kräfte. Also zum einen, für einen Kämpfer, die kämpft auf Feld, gibt es 3 oder 4 Soldaten, die bedienen ihn. Ja? Mhm. Auf jeden Sinn. Seine Waffe, seine Kleidung, ja? Aufbau, er muss schlafen, ja? Das Essen. Ja? Also im israelischen Militär, auf jedem Militär, große Minderheit von der Kraft, die sind wirklich Soldaten, was meinen wir? Ja. Also im Israel ist es 20%. 80% der Leute, die sind Nachhilfe. Also praktisch Nachschubstruppen. Ja, es ist immer so. Auch im amerikanischen Militär, es ist ganz die gleiche Struktur. Also jetzt, der Text redet über die Kämpfer. 120.000. Rechnen Sie, wie viele Leute gibt es noch? Der Text beschreibt nicht. Der Text sagt auch direkt, dass er kommt mit unzählenden Wagen mit Essen. Ja? Denken Sie, dass die Pferde sollen essen? 12.000 Pferde. Ja? Pferde können kaum besorgen für sein eigenes Essen. Der Mensch soll besorgen. Ja? Also, wir reden über die logistisch. Es ist eine riesige logistische Operation. Ja? Solche Mengen, solche Kapazitäten, die Leute bewegen und einen Krieg führen, es ist eine riesige Logistik. Auch heute. Auch heute. Ich sage euch, als Ex-Soldat im langen Vergangenheit. Ja, aber doch. Also, wir reden doch, aber das, er hat 120.000 Soldaten, 12.000 Kommandos mit auf Pferde. Okay. Und sie öffnen den Krieg gegen diese Stadt. Und was machen die Juden? Sie beten zum Gott. Das ist Satz 4. Das heißt, sie gebeugen bis Erde und beten zum Gott, zum seine Barmherzigkeit. Ja? Weil normalerweise wir können nicht das besiegen. Solche riesige Menge, die Leute. Okay, und dann, was befindet Olofren? Die Wasser. Ja, die Leute im ganzen Stadt müssen trinken. Ja, es ist keine heutzutage
Systeme mit Rohre. Aber doch, sie hatten doch Rohre. Welche? Es steht, sie hatten eine Systeme, rausgehen von dem Stadt und von die Brunnen, die Wasser mit Rohre irgendwie zu sich verwenden. Und jetzt, es geht, dass er hat dem Stadt beschlossen und hat keinen Erfolg, weil sie haben Wasser und versteht nicht, wo. Ja? Also kann man niemand rausgehen, aber doch, sie können so in solcher Situation noch was, Monate überleben. Was passiert dann? Und dann, Satz 8, dann kommen seine Mithelfer, die Söhne von Moab und Ammon, von dieser Konferenz, ja, das hat er initiieren. Und sie sagen ihm, das ist die Wasser. Du kannst noch einem Jahr stehen vor diesem Stadt. Es hilft nicht. Die Leute haben die Wasser. Sie haben entdecken diese Systeme. Ja? Und was macht er? Er hat alle Rohre, alle Systeme, diese Irrigationssysteme hat zerstört. Natürlich. Er will dem Staat ohne Wasser. Nicht mit. Mit dem Wasser kann wirklich ein, zwei Jahre stehen. Was? Ja? Also, er hat genau gemacht, was haben sie entdeckt, diese Nachhilfe. Also, wo ja vru, es rim yom, wenn ein Maim levne betul. Satz 12, es schon 20 Tage. Und nach 20 Tagen gibt es kein Wasser in dem Stadt. Jetzt ist es kritisch. Wie viel kann man ohne Wasser registrieren? Nur ein paar Tage kann man überleben ohne Wasser. Ja, es ist schwer. Es ist schwer. Kann man ohne Essen relativ viel Zeit überleben? Mit ganz, ganz wenig Essen? Oder unpassende Essen auch? Aber ohne Trinken? Es ist schwer. Es ist 2, 3, 5 Tage ist schon kaputt, die Menschen. Ja? Also jetzt, wir sind auf die kritische Punkt von diesem Krieg, von dieser Stadt Betul, Betulia. Und natürlich, die Leute wollen sich mit Elofren den Frieden endlich vorzuschlagen von dem Staat, ja? Also die Situation ist kritisch und die Leute sagen, okay, wir haben verloren. Wir müssen dem Staat öffnen zum dieser Elofren. Die Gott hat uns nicht geholfen. Also dieser Aspekt, diese Komponente, wo ist dem Gott, hat uns gerettet, hat nicht geholfen. Es ist immer geht zusammen, passen Sie auf. Ja? Auch beim diese Babylonien, Assyrien, egal wer, beim islamischen Leute heute, auch beim Juden. Die Gott ist ein lebendiger Partner zum Gut und zum Böse. Niemand hat ihn vergessen. Okay, ich denke, wir stoppen jetzt, weil ich habe noch etwas weiter. Ja? Und nächster Unterricht, wissen Sie was? Ich habe gesagt, ich bin nächste Woche in Prag. Wir haben dort Beschneidungen von den Uhr. Also, nicht eins, nicht zwei und nicht fünf. Ja? Beschneidungen. Mhm. Also es ist eine riesige Logistik. Nicht wie Krieg 120.000 Leute, aber doch gewisse Logistik. Also es betrifft nur die Männer, aber Beschneidung für Erwachsene. Es ist gut. Und gibt es die Bnei Noach, die betrachten das als Mitzvah, als eine Pflicht.
ist es nicht Pflicht, es steht nicht im sieben achitische Geboten und sogar von diesen sieben Gruppen, aber doch, viele wollen das schaffen, es ist kein Brit Mila, kein jüdische Beschneidung, aber doch, es ist eine Mila, es ist eine Operation Beschneidung. Ja? Mhm. Und ich bin dabei. Ich einfach wollte sagen, dass nächste Woche, ich habe gedacht, ist doch Tonte von Prag unterrichten. Es wird ein schwerer Tag mit vielen, vielen Leuten nächste Dienstag. Also es tut mir leid, wir treffen uns übernächste Woche. Ja. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Also lesen Sie weiter. Lesen Sie weiter, gibt es viele, viele interessante Dinge mit dieser Geschichte. Trotzdem ist es keine heilige Geschichte, aber doch viele, viele interessante. Also lesen Sie weiter von Kapitel 7 bis 6. Judith Buch, ja? Ja. Super, danke. Danke. Dann melde danke. Ich mich dann. Ja. Danke schon. Okay. Schönen danke. Abend auf alle. Gute Reise. Danke, ja, danke. Gute Reise. Ich schaue die Bilder. Ja. Shalom. Ciao. Ja.